Die EM ist noch im vollen Gange und auch wir machen heute weiter mit der Physik des Fußballs. Letztes Mal haben wir uns ja schon angeschaut, wie man es schafft, dass ein Ball möglichst weit fliegt. Heute legen wir den Fokus auf die Geschwindigkeit. Viel Spaß bei dem Video! Der Schuss beim Fußball entspricht einem nahezu elastischen Stoß. Wir sind jetzt an der Geschwindigkeit nach dem Schuss, also nach dem Stoß, interessiert. Um diese Geschwindigkeit zu berechnen, braucht man die Energie und die Impulserhaltung. Das werden wir uns jetzt als erstes anschauen. Der Impuls ist eine physikalische Größe, die den Bewegungszustand eines Objektes beschreibt. Der Impuls lässt sich mit der Formel P gleich M mal V beschreiben, das heißt Impuls gleich Masse mal Geschwindigkeit. In unserem Szenario hat der Fuß einen Impuls, denn er hat eine Geschwindigkeit und eine Masse. Der ruhende Ball hingegen hat keinen Impuls, denn die Geschwindigkeit ist null. Bei der Impulserhaltung ist es nun so, dass die Summe der Impulse vor dem Stoß gleich der Summe der Impulse nach dem Stoß in einem abgeschlossenen System sind. In unserem hier betrachteten System haben wir einmal die Masse des Fußes, das ist die Masse M1, und die Masse des Balls, das ist die Masse M2. Diese haben wiederum vor dem Stoß ihre Geschwindigkeiten V und nach dem Stoß die Geschwindigkeiten U. Wir sind jetzt vor allem an der Geschwindigkeit U2, das ist die Geschwindigkeit des Balls nach dem Schuss, besonders interessiert. Außerdem können wir in dieser Gleichung erkennen, dass wir den gesamten Summanden hier durchstreichen können, weil unser Ball vorher die Geschwindigkeit 0 Meter pro Sekunde hatte. Als nächstes brauchen wir noch die Energie, besser gesagt die Bewegungsenergie, also die kinetische Energie. Dafür haben wir die Formel E-Kin ist gleich 1/2 mal M mal V². Für den Energieerhaltungssatz gebe ich den Ball nochmal an Max ab. Bei der Energieerhaltung ist in unserem System die Summe der kinetischen Energien von Ball und Fuß vor dem Stoß gleich der Summe der kinetischen Energien beider Objekte nach dem Stoß. Wir haben das hier auch nochmal in einer Formel aufgeschrieben. Den aufmerksamen ZuschauerInnen von euch wird sicher aufgefallen sein, dass wir den Term 1/2 m2v² wieder wegstreichen können, da die Geschwindigkeit des Balls vor dem Stoß 0 ist. Wir haben jetzt hier nochmal unsere zwei finalen Gleichungen, einmal für die Impulserhaltung und einmal für die Energieerhaltung aufgeschrieben. Wenn man die jetzt ein bisschen geschickt ineinander einsetzt, kann man dann am Ende unsere Geschwindigkeit des Balls nach dem Stoß berechnen. Schauen wir uns die Formel nochmal an. Wir haben hier V1. Das ist die Geschwindigkeit, mit der der Fuß den Ball trifft. Dann haben wir noch diesen Term, M2 durch M1. Den kann man im ganz einfachen Fall aber vernachlässigen. Das heißt, er geht gegen 0. Das liegt daran, dass wir annehmen, dass die Masse des Unterschenkels und des Fußes, M1, viel größer ist als die Masse des Balls. Insgesamt kann man dann also sagen, die Geschwindigkeit des Balls nach dem Schuss entspricht ungefähr zweimal der Geschwindigkeit, mit der der Fuß den Ball trifft. Jetzt interessiert euch bestimmt alle, wie schnell so ein Ball maximal fliegen kann. Dazu müssen wir uns ein bisschen den Menschen anschauen. Nehmen wir an, ein Profi rennt mit 30 km/h. Dann kann man die Annahme treffen, dass er das Bein ungefähr doppelt so schnell schwingen kann für den Schuss. Das heißt in unserem Falle 60 km/h. Jetzt können wir unsere Formel zur Hand nehmen. Daran sehen wir, dass sich die Geschwindigkeit des Balls nach dem Schuss noch einmal verdoppelt. Das heißt, unser Ball fliegt in diesem Szenario mit 120 km/h. Wir sehen jetzt an dem Szenario schon, dass solche Aussagen wie der und der kann den Ball mit 200 km pro Stunde schießen, überhaupt nicht stimmen kann, weil niemand rennt mit 50 km pro Stunde auf so einen Ball zu. Schauen wir uns nun nochmal die Annahmen an, die wir getroffen hatten, was wir hier für Fehler machen. Das erste war, dass wir gesagt hatten, dass die Masse des Unterschenkels und des Fußes viel größer als die des Balls sind. In der Realität ist die Masse etwa viermal so hoch. Das heißt, unser Wert geht dann nochmal auf 0,25 zu und die Geschwindigkeit des Balls reduziert sich dadurch. Außerdem hatten wir gesagt, wir haben einen elastischen Stoß, also keine Verformung in dem System. Aber das gilt beim Fußball, beim Schuss eigentlich auch nicht, weil unsere Kniegelenke und so alle so ein bisschen nachgeben. Wir haben jetzt also schon zwei Punkte, die dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit eigentlich geringer sein muss. Aber man sieht ja, dass manche mit 120 km/h den Ball schießen. Das liegt daran, dass wir noch einen dritten Fakt haben. Eigentlich haben wir nämlich hier eine Art Doppelpendel aufgrund des Knies und der Hüfte. Und da berechnet man dann den Impuls über den Drehimpuls und kommt da nochmal auf andere Werte. Insgesamt sieht man dann, dass diese drei Einflussfaktoren sich so ausgleichen, dass unsere Faustformel U2 gleich 2V1 wirklich der Realität sehr nahe kommt. Jetzt wird es sicher einige von euch geben, die sagen,
Es gab aber auf jeden Fall schon Messungen, wo der Ball schneller als 120 km/h hatte, als er ins Tor fiel. Das stimmt, aber man muss sich das Szenario anschauen. In diesen Fällen war es nämlich nicht so, dass der Ball aus der Ruhe geschossen wurde, sondern der Ball wurde Volley genommen vom Spieler. Und warum das dann so ist, können wir hier noch einmal nachweisen. In diesem Fall ist es nämlich so, dass der Ball eine Geschwindigkeit V2 hat. Und diese geht auf den Spieler zu, ist also in diesem Fall eine negative Geschwindigkeit. Wenn man die Geschwindigkeit V2 in unseren Formeln ergänzt, dann kommt man darauf, dass sie einen negativen Anteil hat. Wir müssen dann wieder unsere Fehler berücksichtigen, die wir aufgrund der Elastizität und des Massenverhältnisses haben. Deshalb tut man da noch den Faktor 1/2 dazu. Damit kommt man der Realität ein bisschen näher. Wenn man sich das Ganze nun mit unseren neuen Werten anschaut, der Ball fliegt mit 60 km/h auf den Spieler zu, ansonsten hat sich hier nichts geändert, können wir zusätzlich 30 km/h drauf addieren und kommen dann auf unsere 150 km/h, mit dem der Ball unter die Latte gepfeffert wurde. Wir haben uns einen elastischen Stoß angeschaut. Mit Hilfe des Energie- und des Impulserhaltungssatzes haben wir herausgefunden, dass die Geschwindigkeit des Balls nach dem Schuss in etwa dem Doppelten der Geschwindigkeit, mit der der Ball gestoßen wird, entspricht. Da diese Formel der Realität sehr nahe kommt, können wir damit auch abschätzen, wie schnell ein Ball maximal fliegen kann, wenn wir ihn aus dem Ruhezustand abschießen. Diese maximale Geschwindigkeit beträgt ungefähr 120 km/h. Höhere Geschwindigkeiten erreicht man nur, wenn ein Ball mit einer Anfangsgeschwindigkeit auf einen zukommt und man diesen dann Volley nimmt.